Genau, 1,50 gibt es zurück. Ja, anfangs hat mich das Kassensystem von OMSI ein bisschen genervt, weil man musste selber rechnen. Davor habe ich ja im Bussimulator 2012 gespielt. Da war das Kassensystem auch nicht perfekt, weil da musste man halt eingeben, wie viel man gekriegt hat. Das war halt ein bisschen doof. Hier wäre es halt cool gewesen, wenn man halt die Wahl hätte, ob man da was berechnen möchte. Aber ich gehe mal davon aus, dass die echten Busfahrer auch Kopf rechnen müssen. Ja, es dauert nur noch 10 Minuten die Fahrt. Ging auch ziemlich schnell rum die Zeit, finde ich. So, nächste Haltestelle. Es wollen welche ein- und aussteigen. Dann öffnen wir die Tür. Die Türen. Und keine will ein Ticket kaufen, okay. Rechts ist frei, links ist auch frei, dann geht's weiter. Und die nächste Haltestelle wieder schön bremsen. Okay, das könnte jetzt ein bisschen brisant werden, aber ich glaube, nee, das geht gut. Das geht gut. Vielleicht vor dem Laternenfall eine etwas ungünstige Standposition. Bitte einsteigen. Er will ein Kurzstreckenticket. 2,70 Euro zurück. Er will einen ermäßigten Fahrschein. 2,70 Euro. Den einen Türflügel machen wir schon mal zu. Fahrschein Kurzstrecke. 2,70 Euro. Okay. Frei, frei, los geht's. Wie sind wir jetzt eigentlich in der Zeit? Wir haben 3 Minuten Verspätung. Wo kommt die Verspätung her? Ist der Bus zu langsam oder was ist hier los? Die Ampel ist auch gerade auf grün gesprungen. Hurra! Wir müssen abbremsen trotzdem. Das war jetzt auch wieder ein bisschen zügig, aber wir haben ja jetzt inzwischen 3 Minuten Verspätung. Fahren wir jetzt mal ein bisschen ruppiger, macht ja nichts. Die echten Busfahrer fahren ja auch gerne ruppig. Die meisten zumindest. Kann ich auch ein Stück weit verstehen. Ich meine, es ist ja auch ein Stadtbus, beziehungsweise Regionalbus, aber kein Fernbus. Also wenn es da mal ein bisschen ruckeliger zugeht, kann ich das noch verstehen. Es muss ja auch schnell gehen. Wie sieht es jetzt mit der Klimatisierung aus? Okay, wir machen das mal wieder aus. So, ist die Ampel grün? Die Ampel ist grün. So, ist schon wieder eine Horde. Also können wir wieder beide Flügel aufmachen. Kommen Sie herein. Wer ein Ticket braucht, kauf jetzt bitte hier. Wer ein Ticket hat, bitte entwerten. So, nochmal ein Fahrschein. 1,50 gibt es zurück. Der Bahnton der Türen ist auch ein bisschen seltsam. Okay, ist frei, kann weitergehen. Zack, zack muss das hier gehen. 1 Minute. Wir sind auf 1 Minute Verspätung runtergekommen. Das ist sehr gut. Ich war übrigens noch nie in Berlin, aber ich möchte das mal gerne machen. In Berlin gibt es ja auch diverse interessante Sehenswürdigkeiten. Das Brandenburger Tor, Überreste der Berliner Mauer. Und dann gibt es halt auch den Reichstag, genau. Und das Kanzleramt. Man darf vielleicht nicht unbedingt überall rein, aber ist bestimmt trotzdem mal interessant anzusehen. Möchte wer ein Ticket kaufen? Nein? Okay. Ist vielleicht ganz gut. Dann haben wir mehr Zeit. So, jetzt müssen wir direkt links rüber, genau. Da ist ein Bahnübergang. Der wird aber nur sehr selten überfahren. Hoppala. Nicht so nah an die Bordsteinkante links. Ich finde übrigens die Lage des Spiegels links sehr praktisch. Man muss sich gar nicht großartig drehen, um in den Spiegel zu gucken. Nächstes müssen wir links. Wir bremsen. Oh, schade, die Ampel ist gerade rot geworden. Ich glaube, die war gerade sogar noch grün. Vielleicht irre ich mich auch. Ah, jetzt wird sie wieder grün. Das ist sehr schön. So, hier müssen wir aufpassen. Wir haben hier recht viel Gegenverkehr, aber das haut hin. Und halt. Diese Lampen gehen übrigens an, wenn Haltewunsch aktiv ist. Also wie gesagt, dieses Add-on ist für ein Freeware-Add-on ganz cool eigentlich.
Da wurde hier schon recht viel Arbeit reingesteckt. Aber ich glaube, als Payware hätte ich mir das nicht geholt. Zumindest hätte ich lange gezögert. Weil zumindest die alten Van Hool Modelle, wie gesagt, die gefallen mir nicht wirklich so. Aber ich finde es trotzdem interessant. Aber es gibt ja auch für Omsi einen Doppelgelenkbus von Van Hool. Der gefällt mir ganz gut. Und wie gesagt, es soll ja, soweit ich weiß, auch ein Add-on für die Hamburger Hafen City rauskommen. Da ist, glaube ich, auch ein Van Hool drin. So, jetzt biegen wir hier rechts ab, dann geht es an einer Schule vorbei. Besser gesagt an einem Schulzentrum, dem Spechtefelder Schulzentrum. Doch vorher kommt die Haltestelle Paul-Gerhardt-Ring. So, Paul-Gerhardt-Ring. Natürlich wollen wir einige aussteigen. Vielleicht auch eben nicht einige, sondern nur wenige. Das Tempolimit hier ignoriere ich übrigens, weil die will übrigens noch nicht einsteigen, okay? Das Tempolimit ignoriere ich hier, weil ich kann ja mit der Tastatur das Gas nicht dosieren. Jo, wir sind wieder gut in der Zeit. Ja, hier will doch keiner einsteigen. Warum öffne ich denn die Vordertür? Ja doch, da sind schon ein paar ausgestiegen. Nicht viele, aber ein paar. So, jetzt kommt gleich eine recht fiese Kurve. Die ist vor allem für einen Bus fies, wenn jemand entgegenkommt. Und halt. So. Guten Morgen. Beziehungsweise guten Tag. Ist ja sogar schon fast Nachmittag. Okay, weiter geht's. Auf der Straße sind auch 30, aber wie gesagt, ich ignoriere das. Bitte einsteigen. Möchten Sie ein Ticket kaufen? Ja, ein normales Ticket. So, 1,50 kriegen Sie zurück. Gute Fahrt. Okay, da will keiner mehr zusteigen, dann geht's weiter. Wir haben, glaube ich, noch 4 Haltestellen vor uns, dann sind wir fertig. Als nächstes kommt der Glühwürmchenweg. Ich konnte auch erst nicht richtig erkennen, ob diese Leuchte nun leuchtete oder nicht. Aber jetzt kriege ich das auch hin. Parallel zum Bordstein, so gut wie es irgendwie geht. Und stopp. Und die Türen öffnen. Guten Tag. Sie haben ein Ticket? Das entwerten Sie auch, sehr gut. Haben Sie es entwertet? Ich habe das gerade verwechselt mit dem Türwarnton. Egal, muss ich jetzt mal von ausgehen. So, jetzt kommt die Haltestelle Griesinger Straße Waldkrankenhaus. Wenn man geradeaus fährt, kommt man nämlich zum Waldkrankenhaus. Aber wir fahren links. Da kommt man nämlich zur Nervenklinik. Das ist übrigens die drittletzte Haltestelle auf unserem Weg. So. Der ist eingestiegen. Die Türen hinten schließen sich auch wieder. Sie sind geschlossen. Blinker aus, rechts gucken, links gucken. Weiter geht's. Also hier hat man recht selten Verkehr. Also Verkehr von da. Ob man jetzt von da kommt oder wie ich aus Spandau. So. Auf dem Stück sind, glaube ich, auch wieder 30. Zumindest wenn wir uns jetzt der Nervenklinik nähern. Wir zoomen mal. Nee, doch nicht. Ist ein Gefahrenzeichen für Kinder. Aber egal. So, bremsen. Nach der Kurve kommt die Haltestelle nämlich schon. Wie man sieht. Genau. Griesinger Straße. Stopp. Und bitte aussteigen. Das ist hier aber meistens nur eine Person, die hier aussteigt. Linker aus, rechts gucken, links gucken und los geht's. Kann man schon fast ein Lied draus machen. Linker aus, rechts gucken, Blinker an und los. So Leute, wir sind jetzt hier an der Nervenklinik. Da ist gleich ein Wendehammer. Kann ich euch mal zeigen. Hier ist noch ein Parkplatz, aber hier mitten auf dem Parkplatz ist ein Wendehammer. Begrenzt durch Fahrbahnmarkierungen. So. Genau, das ist der Alarm für den Knickschutz. Darauf habe ich eigentlich schon gewartet. Ich habe schon damit gerechnet. Jetzt halte ich eben nicht da, sondern da. Ein weiter. Weil viel Pausenzeit ist hier, soweit ich weiß, nicht. Und halt.
Wir haben es an allen Haltestellen super gemacht. Maximal 3 Minuten Verspätung. Und wie lange haben wir jetzt Pause? 4 Minuten. Würde ich mal sagen. Blinker aus. Türfreigabe aus. Dann Leerlauf rein. Ihr hört auch, der Motor beruhigt sich. Handbremse und Motor aus. So, wir können auch umschildern auf Dienstfahrt. Das war ja welche Nummer? Das war 013, also Betriebsfahrt. Ach, ich muss hier drauf, dann 013. Eingabe, Betriebsfahrt wird umgeschildert. Genau, der Motor ist übrigens noch an. Genau, man muss warten, bis diese beiden roten Lampen angehen. Davon gehe ich jetzt mal aus. So Leute, das war mal ein etwas anderes Video. Es könnte sein, dass jetzt mehr Videos von dieser Sorte kommen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abmoderation habe ich jetzt im ersten Teil vergessen. Aber jetzt kommt die Abmoderation für das ganze Projekt. Das war halt nur ein Mini-Projekt. Einmal die Linie mit dem Van Hool AG300. Ihr seht übrigens auch, soll das ein belgisches Kennzeichen sein, gehe ich mal von aus. Aber auf jeden Fall Denderplakette B, Belgien. Gut, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich bin raus. Ciao.